Liebe Zeiss-Fans, ich darf euch herzlich willkommen heißen zu einer neuen Ausgabe von Querpass, dem FCC-Fanmagazin. Ja, schön, dass ihr wieder mit dabei seid und schön auch, dass wenig Zeit bleibt, allzu sehr dem verlorenen Nachholspiel gegen die Würzburger Kickers nachzuhängen. Denn schon am Samstag geht es für unseren FCC mit einem Heimspiel weiter. Gegner ist der für unseren FC Karlsruher Siena in den vergangenen Jahren stets unbequeme und mentalitätsstarke FSV Zwickau. Getreu dem über die Online-Medien des FCC verbreiteten Motto für Samstag »Versteck dich nicht« heißt es auch für die Mannschaft von Trainer Marc Zimmermann am Ostersamstag Eier zu zeigen. Die Stimmung am Tag nach der 1:2-Niederlage gegen die Würzburger Kickers kann durchaus als gedrückt beschrieben werden. Nach 241 Tagen oder 13 Spielen musste sich der FCC zum ersten Mal wieder im heimischen Ernst-Abbe-Sportfeld geschlagen geben. Dass dieser Tag irgendwann kommen würde, war klar. Dass es ausgerechnet zur Flutlichtpremiere sein musste, ist etwas schade. Allerdings waren die Würzburger an diesem Abend die klar bessere Mannschaft und gingen als verdienter Sieger vom Platz. Ein kleiner Lichtblick war das Tor von Kevin Pannewitz, der nach gut 7 Jahren zum ersten Mal wieder ein Tor im Profifußball erzielte. Viel Zeit zum Grübeln bleibt den Jenaern jedoch nicht, denn mit dem FSV Zwickau wartet am Samstag schon der nächste schwere Brocken, gegen den der FCC in der jüngeren Vergangenheit nicht allzu viel holen konnte. Wenn man jetzt mal die letzten Spiele gegen Zwickau betrachtet, sahen wir da in den letzten Jahren wirklich nicht gut aus. Also wir haben wirklich wenig Punkte gegen Zwickau auch geholt, ob das in der Regionalliga jetzt war oder jetzt im Hinspiel das erste Mal in der dritten Liga. Logischerweise sind die Spieler von Zwickau dann auch extremst motiviert oder motivierter, als wenn sie jetzt gegen Meppen vielleicht spielen würden, weil sie gegen ihren Ex-Verein spielen. Das ist bei Spielern von uns aber ganz genauso. Und wir wissen genau, was uns auf uns zukommt, dass da eine absolute Wucht mit König und Eisele vorne im Sturm auf uns zukommt und da müssen wir Lösungen finden. Ligaübergreifend wartet der FCC seit nunmehr 9 Spielen auf einen Sieg gegen die Westsachsen. Der letzte Erfolg gelang beinahe auf den Tag genau vor 13 Jahren. Es geht also darum, diese Negativserie zu beenden und gleichzeitig eine neue Heimserie zu starten. 3 Punkte beträgt aktuell der Vorsprung der Zwickauer auf den FCC. Dank des besseren Torverhältnisses könnten die Jena mit einem Sieg am FSV vorbeiziehen. Mit Blick auf den Tabellenkeller würde der Sieg zusätzliche Sicherheit geben. Wir haben jetzt aktuell diese 34 Punkte, haben aktuell 8 Punkte Vorsprung. Und wir wollen schauen, dass wir das bis zum letzten Spieltag auch so halten. Und an sich ist es trotz alledem eine Situation für uns, wo wir sagen, wir wollen uns in der Liga weiterentwickeln. Also wir gehen jedes Spiel so an, dass wir irgendwo unsere Erfahrung sammeln, weil es alles Neuland für uns ist. Und jeder Spieler jetzt noch nicht so viel Drittliga-Erfahrung einfach hat. Und deswegen ist jedes Spiel für ihn eigentlich neuer Erfahrungswert. Will der FCC gegen die extrem kampfstarken und robusten Zwickauer etwas holen, muss jeder einzelne Spieler bereit sein, diesen Kampf anzunehmen. Es besteht Hoffnung, dass der gegen Würzburg verletzungsbedingt pausierende Kapitän René Eckhardt die Mannschaft dabei unterstützen kann. Definitiv fehlen werden neben den üblichen Langzeitverletzten und dem gelbgesperrten Florian Brügmann auch Niklas Erbeck und Matthias Kühne. Ja, liebe Zeiss-Fans, heute wollen wir mal schauen, ob unser Marius Grösch, der sonst als Innenverteidiger nichts anbrennen lässt, auch an der Teigrolle eine gute Figur macht. Zu Gast haben wir heute Marius. Hallo Marius. Hallo, ich grüße auch. Lust mitgebracht zum Backen? Definitiv. Ja. Ich bin jetzt nicht der größte Bäcker, aber mit Spaß bin ich dabei. Das schaffen wir schon, genau, ich helfe dir. So, was haben wir heute vor? Wir wollen heute Partyräder backen. Ich habe hier schon das Weizenmehl, Salz und Hefe in der Schüssel. Dazu kommt jetzt noch das Wasser. Ich fange mal an. Du kannst dann weitermachen. Ja, also immer mit einer Hand immer schön sauber lassen. So, jetzt kannst du mal ein bisschen weitermachen. Damit du nicht nur rumstehst, sondern auch ein bisschen mitmachst. Das ist wie im Training. Kannst du auch nicht nur rumstehen. Kommt auf die Trainingsform an, würde ich sagen. Ach so, okay. Ja, aber das stimmt schon. Genau. Kannst du auch immer die Hände mal ins Mehl tun, da klebt es nicht so. Ja. Ich habe schon vom Job als Bäcker einiges sozusagen gehört. Man sagt ja immer, man muss früh aufstehen, ist schon in der Nacht unterwegs, das in die ist, Backstube. Genau, das ist korrekt. Stelle ich mir auch immer so schwer vor, aber ist wahrscheinlich auch einfach eine Gewöhnungssache. Ne? Der Bäcker muss halt nun mal früh, sag ich mal, bei Zeiten anfangen, weil... Ja, wir stehen ja dann auch schon um 6, 7 da und wollen die Brötchen haben. Genau. Und der Rest. Ja, stimmt.
nicht wie beim Fußballprofi. Wir fangen um 8 an, ja, mit Trainings, erste. Ja, also es kommt immer darauf an. In der Vorbereitung ist natürlich einiges sozusagen anstrengender bzw. Mehr zu tun. Da haben wir teilweise 2-3 Mal Training. Ja. Jetzt in so einer normalen Woche haben wir um 10 Uhr eigentlich das erste Training. Mhm. Und wir sind so eine Stunde vorher immer da in der Kabine, um uns auch dann schon vorzubereiten. Und nochmal raus auf den Tisch, da geht das jetzt einfacher. Und von daher ist das dann schon strukturiert. Aber je näher es zum Spiel geht, haben wir dann teilweise nur einmal Training. Mhm. Aber wie lange bist du jetzt in Jena? Jetzt bin ich gerade wieder im Sommer gekommen, aber ich hatte vorher hier schon eine Zeit. Ich bin damals in der B-Jugend gekommen. Da war 6 Jahre lang hier, 3 Jahre in der Jugend und dann 3 Jahre auch im Herrenbereich gewesen. Und jetzt war ich dann zwischendrin 2 Jahre in Kaiserslautern gewesen und jetzt sozusagen wieder in die sportliche Heimat zurückgekommen. Okay. Und warum hat es in Kaiserslautern noch nicht geklappt? Nicht geklappt würde ich nicht sagen, aber man ist mit anderen Zielen hin. Also ich bin in die zweite Mannschaft gewechselt in Kaiserslautern und hatte natürlich das Ziel, die Perspektive nach oben zu nutzen, auch in die erste Mannschaft rein zu schnuppern und so weiter. Das ist mir im Training mal gelungen, aber jetzt irgendwie, dass ich da im Kader oder bei Spielen dabei war, das ist nicht gelungen. Und somit könnte man schon sagen, dass es nicht geklappt hat, den Sprung nach oben zu schaffen, zu nutzen. Und zweite Mannschaften sind ja dafür da eigentlich, entweder du schaffst nach oben oder man wechselt sozusagen dann wieder den Verein. Und da bin ich froh, dass ich dann jetzt im Sommer wieder zurück konnte nach Jena, in meine Heimat sozusagen zurück, in meine sportliche Heimat. Und bin froh, dass dann auch der Schritt geklappt hat jetzt in die dritte Liga. Das haben wir ja auch die Jahre vorher immer versucht, aber dass es nicht so einfach ist, hat man ja gesehen. Oder sieht man das auch immer noch, wenn man in die Regionalliga schaut. Und in der Pfalz, da gibt es doch so eine Spezialität. Ja, das stimmt. Kennst du die? Ich kenne sie, aber ich habe sie nicht probiert. Saumagen, oder wie heißt das? Genau, aber ich hab mich nicht rangetraut, sagen wir es so. Also wir waren auch in diesen bürgerlichen Gaststätten und so weiter, aber so wirklich rangetraut habe ich mich dann nicht. Das waren dann eher meine Eltern, die das probiert haben, die das noch kennen. Und ich habe das. Bin bei den normalen Gerichten in Anführungszeichen geblieben. Okay. Also beim Schnitzel und so weiter. Das ist gut so. So, der Teig ist jetzt fertig. Ja. Ich teile das jetzt mal ein bisschen ein. Brauchen wir 12 Stück. Nur noch 2, ne? Genau. Ja. Gut. Die machen wir jetzt rund, als das sind dann bei uns die Teiglinge. Ja. Genau, nimmst du hier in der Hand. Wie Schneebälle. Genau, wie Schneebälle. So sollten die dann aussehen. Ja. Deine Position ist? Ich bin hinten in der Innenverteidigung. Habe auch mal auf der 6 im defensiven Mittelfeld gespielt, aber jetzt als Hauptposition bin ich hinten drin. Und so. Du selber warst auch im Fußball aktiv oder wie kommt die Begeisterung zu dem Sport? Ich habe es aber leider nur bis zur Thüringenliga geschafft. Aber mein Trainer war Jürgen Raab unter anderem. Vielleicht kennst du den noch. Der sagt mir natürlich was. No. Ja? Ur-Jenauer, Urgestein von Jena. Ja, und dann musste ich mich halt entscheiden, entweder Beruf oder Fußball. Ja. Da habe ich mich halt als Beruf entschieden. Hier habe ich verschiedene Körnersachen, Kürbis und unsere Merkur-Mischung. Einfach irgendwo rein? Genau, oder? Da kannst du Mohn und Sesam nehmen. Ja. Richtig rein, genau. Du tust hier genau immer 4 Stück. Und die anderen setzen wir außen rum, dass es eine schöne Sonne gibt. Gesunde Körner, das ist eigentlich was für einen Fußballer. Ja, Ernährung ist ja auch ein großes Thema bei uns im Sport. Ja, das stimmt. Deswegen. So, da hätten wir die Sonne fertig. Jetzt kommt sie in den Garraum. Ja. 20 Minuten, danach im Ofen. Das sieht doch schon ganz gut aus, würde ich sagen. Sieht gut aus, gell? Du hast den besseren Blick, die Erfahrung. Bist du zufrieden? Ja, super. Zumindest vom Aussehen. Ja. Den Geschmack so müssen wir ja dann noch testen. Ne? Was isst denn gerne? Kümmel, Käse, Kürbis. Ja, Kürbis. Brech's einfach ab. Ja. Oh, ich nehm Käse. Na, Käse ist auch nicht schlecht. Und? Also ich bin zufrieden. Wäre gut, gell? Ja. Super.
Liebe Freunde, auch in Rostock haben wir es uns natürlich nicht nehmen lassen, die Stadionkulinarik unter die Lupe zu nehmen. Und dieses Mal stand Regionales auf der Speisekarte. Freunde der kulinarischen Freuden. Wir sind heute hier in Rostock im Ostseestadion. Und natürlich, was dem Thüringer die Bratwurst, ist dem Norddeutschen sein Fischbrötchen. Deswegen testen wir heute mal ausnahmsweise nicht die Bratwurst, sondern ein schönes Fischbrötchen. Wir haben uns beide entschieden für einen Bismarck-Hering. Logisch. Absolut. Aus hinten natürlich auch damit zusammen, dass ich glaube, dass es gefährlich ist, hier in Rostock eine Bratwurst zu essen. Das steht mal auf einem ganz anderen Blatt. Ja. Aber wir probieren das mal. Ich möchte noch einmal sagen, und zwar gab es den Hinweis, wir sind alt und wir sind Snobs, deswegen sind wir nie im Gästeblock und deswegen können wir nie testen, was es tatsächlich im Gästeblock gibt. Und ich habe den Hinweis bekommen, dass es oft so ist, dass es im Gästeblock A teurer ist. Skandalös. Und B viele Dinge nicht gibt. Ich möchte dazu sagen, für uns ist es wahnsinnig schwer, in den Gästeblock reinzukommen, deswegen testen wir das da auch nicht. Also seht uns bitte nach, wir machen das nicht, weil wir sonst nur im VIP-Raum abhängen. Traudel ja, ich nicht. Das ist so böse und infam, dass wir eigentlich noch mal beginnen müssten. Aber okay, ich lasse das mal gehen, ich lasse mal durchgehen. Mhm. Aber wo durchgehen? Mhm. Mhm. Ich sag mal so, das Fischbrötchen ist besser als das in Jena, wo es keines gibt, was ich bedauere. Mhm. Das Brötchen ist frisch. Mhm. Der Fisch macht auch einen frischen Eindruck, hoffe ich. Also er riecht noch nicht. Oder? Nein, das macht er gar nicht. Der Preis, hallo. Der Preis? 3 Euro. 3 Euro. Ist normal inzwischen. Ist mittlerweile normal. Ich muss sagen, man kann es essen. Mhm. Und genügend Zwiebeln drauf. Das wird herrlich. Vor allem auf der Rückfahrt. Ich sage, weil es was Besonderes ist und außerhalb der Wertung ist, können wir auch generös sein, oder? Absolut. Wie viele Kreten vergeben wir? Komm. Komm. Fünf Würste. Fünf Würste. Fischbrötchen. Fußball ist Leidenschaft und was wäre diese ohne Verführung, also Werbung. Und bevor wir mit dieser beginnen, nochmal ganz kurz Werbung in eigener Sache. Unter www.stadionheft.de könnt ihr gerade für das beste Stadionheft der dritten Liga abstimmen. Und ich würde euch nicht um eure Stimme bitten, wenn der Anpfiff des FC Karlsruhe Jena nicht wirklich ein wunderbares Heft wäre. Also jetzt unter www.stadionheft.de eurem FC Karlsruhe Jena für das beste Stadionheft die Stimme geben und parallel unsere Werbung schauen. Tausch deine Alte. Just let it flow. Einfach besser wohnen. Jenas erste Milchtankstelle. Und ab sofort neu, unsere Salat- und Antipasti-Bar. Täglich ca. 30 frische Salate. Bei Edeka Jacobi in Jena Ost, Kunitzer Straße 1.
für euer Leben, das ständig vernetzt und always on ist, gibt es nur eine Antwort. Pure Geschwindigkeit, pures Entertainment und pure Flexibilität. Eure Verbindung ist Pure. Wir kommen zur Auflösung unseres Gewinnspiels und da hatten wir zuletzt gefragt, welcher Club der einzige der DDR war, der einen Europapokalsieg holte. Jena und Lok waren nah dran, aber gepackt hat es nur einer, der erste FC Magdeburg. Das wussten viele und unter anderem auch Peter Rocktäschel aus Ilmenau, der sich somit über zwei VIP-Karten für unser Spiel am Samstag gegen den FSV Zwickau freuen darf. Und damit kommen wir zur neuen Gewinnspielfrage. Welchen Namen trug das Stadion, in dem der FSV Zwickau zu DDR-Zeiten seine Heimspiele austrug? Zu gewinnen gibt es zwei VIP-Karten für das Spiel unseres FCC am 14. April gegen den VfR Aalen. Eure Antworten sendet ihr bitte an aktion@jenatv.de. Einsendeschluss ist der 11. April. Der Rechtsweg ist wie immer ausgeschlossen. So, liebe Zeiss-Fans, das Wichtigste über den FSV Zwickau zuerst. Die sind eklig zu spielen und lagen uns in den letzten Jahren in etwa so wie einem Hausschwein das Korbflechten. Mit allem weiteren Wissenswerten über die Westsachsen versorgen wir euch jetzt in der Gegnervorstellung. Der Fußballsportverein Zwickau wurde vor 28 Jahren in seiner jetzigen Form gegründet, hat aber als Nachfolger des Planitzer SC 1912 eine mehr als 100-jährige Geschichte. Bis zur Wende ging es auf und ab und auch danach war für den FSV von Profifußball über Insolvenz bis Landesliga alles dabei. Die vier Spielzeiten in der zweiten Bundesliga zwischen 1994 und 1998 mit dem Fastaufstieg in die erste Liga im Jahr 1996 waren Höhepunkte der jüngeren Vereinsgeschichte. Etwas weiter zurück liegen der DDR-Meistertitel, drei FDGB-Pokalerfolge und der Einzug ins Halbfinale des Europapokals im Jahr 1976. 2016 meldete sich der Club mit dem Aufstieg in die dritte Liga wieder im Profifußball zurück. Nach einem schwierigen Start in die Saison scheint man aktuell jedoch mit 37 Punkten nach 31 absolvierten Spielen aller Sorgen ledig zu sein. 9 Siege, 10 Unentschieden und 12 Niederlagen und 32:41 Tore sorgen derzeit für Rang 13. 92 Mal trafen beide Kontrahenten bisher aufeinander. Mit 46 Siegen, 19 Unentschieden und 27 Niederlagen spricht die Statistik für Jena. Was jedoch die Ergebnisse der jüngeren Vergangenheit betrifft, gehört der FSV Zwickau zu den unbequemsten Gegnern des FCC. Der letzte Sieg gegen Zwickau war am 3. April 2005. Maßgeblichen Anteil daran hat auch Trainer Thorsten Ziegner. Seit das Jenaer Urgestein 2012 zum FSV kam, ging es bergauf und man schaffte 4 Jahre später den Aufstieg in die dritte Liga. Ende der Saison soll nun Schluss sein. Ziege wird in der kommenden Spielzeit das Traineramt beim Ligakonkurrenten Hallescher FC übernehmen. Neben Cheftrainer Thorsten Ziegner stehen aktuell 4 Spieler im Zwickauer Kader, die bereits für den FCC aufliefen. Darunter der 31-jährige Mannschaftskapitän Toni Wachsmuth, der seit 4 Jahren für Zwickau auf dem Feld steht. Erfolgreichster Schütze bei den Westsachsen ist Ronny König. Der unbequeme Stürmer traf in dieser Saison 10 Mal. 2 Tore davon erzielte der 34-Jährige im Hinspiel gegen den FCC und war somit beim 2:1-Sieg des FSV der Matchwinner. Durch die Verlängerung seines Vertrags wird der Zwickau bis 2020 erhalten bleiben. Das war sie schon wieder, die neueste Ausgabe von Querpass, dem FCC-Fanmagazin. Und diese möchte ich nicht schließen, ohne darauf hinzuweisen, dass das ohnehin schon attraktive und für den FCC eminent wichtige Spiel gegen Zwickau zudem noch viele zusätzliche Schmankerl bietet. So haben am Ostersamstag Kinder bis einschließlich 10 Jahre freien Eintritt. Und darüber hinaus sind Ostereier im Stadionumlauf versteckt, die mit tollen Preisen aufwarten. Außerdem bekommt jedes Kind im FCC-Fanshop im Stadion eine kleine, süße Aufmerksamkeit, während sich Mama oder Papa mit einer der pickepackevollen Wundertüten der FCC-Tombola eindecken können. Ja, und Fans aus der Region Greiz zahlen am Samstag gar nur den halben Eintrittspreis. Na, ist das was? Dann ab ins Ernst-Abbe-Sportfeld. Wir sehen uns dort. Oder spätestens zur nächsten Ausgabe von Querpass. Bis dahin sage ich Tschüss und auf Wiedersehen. Macht's gut.